So, es läuft schon. Wer hat denn eingeschaltet, ohne dass es läuft? Ja! Ach, guten Morgen. Hinter uns liegen auf jeden Fall ein paar anstrengende Tage, glaube ich, könnte man sagen. Und die sieht es auch noch aus wie Sau. Aber Ben und ich machen uns gleich mal direkt auf den Weg nach Wiesbaden. Denn es gibt so einen Typen, den kennen vielleicht einige, Andreas Ab heißt er. Und das ist ein YouTuber, der auch im Filmmaking-Bereich unterwegs ist. Und der ist seltsam groß geworden mit seinem Kanal. Und die meisten Leute denken, das ist, weil er ein netter Typ ist, weil er guten Content macht. Aber da steckt tatsächlich ein ziemlich mieses Geheimnis hinter. Und ja, ich möchte den Andreas heute einfach mal hardcore exposen, damit die Leute aufhören zu glauben, dass er ein guter Mensch wäre. Kooperieren Sie, damit Ihnen nichts passieren! Moment. Aha! Oh, welch völlig unerwarteter Besuch! Was machen Sie hier? Das war mal eine Crystal Meth-Küche. Ich versuche sie gerade etwas seriöser aussehen zu lassen. Fuck, das war wirklich das schlechtest gespielte Shit, was wir je auf diesem Kanal hatten. Aber klar, mir geht es nicht darum, Andreas irgendwie in die Pfanne zu hauen, sondern wir sind heute hier, um uns mal kennenzulernen persönlich und schicke Sachen zu machen, hoffentlich. Andreas, für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich mal vor. Wie du schon gesagt hast, heiße ich Andreas. Ich finde es eigentlich besser, wenn die Leute Andi sagen. Andreas sagen nur Menschen, die böse sind. Okay, Andreas. Genau, ich mach Videos, Filme, Zeug hier in Mainz-Wiesbaden und bis vor kurzem noch in einer agenturinternen Filmproduktion und seit kurzem jetzt bin ich selbstständig. Nice. Let's face it, jeder, der diesen Kanal abonniert hat, weiß, wer Andreas ist. Gut, was machen wir heute? Wir wollten, glaube ich, zusammen ein Tutorial drehen. Irgendwas in die Richtung, wenn du Kacke drehst, zeigen wir dir, wie du besser drehen kannst. So ungefähr, glaube ich, oder? War die Idee. So, wir sind hier in einem extrem schönen Raum gelandet und ich weiß nicht, wie sich andere das vorstellen und ich weiß auch nicht, ob es vielleicht nur an mir liegt, aber der Andreas und ich, Entschuldigung, der Andi, ich tue es mal so, als wäre ich kein böser Mensch, der Andi und ich, wir hatten uns nichts überlegt, außer dass wir ein kleines Tutorial machen wollen, wie man aus einer hässlichen Location ein bisschen was rausholen kann. Alles Weitere findet dann aber vor Ort statt. Genau. Ich weiß nicht. Ernst gemeint. Also wir haben uns wirklich einen Ort gesucht, der erstmal unscheinbar ist. Und unscheinbar ist jetzt noch positiv ausgedrückt. Und wollen das Ganze jetzt zweigeteilt angehen. Nämlich erstmal hingehen und sagen, okay, was kann man machen ohne Aufwand? Ihr habt nur eine Kamera dabei, sonst nichts, um irgendwie zu einem guten Bild zu kommen. Und danach wollen wir irgendwie noch ein Upgrade machen. Ich habe keine Ahnung, was wir dafür auffahren, aber auf jeden Fall, wie macht man aus was Guten was hoffentlich noch Besseres? Genau, das wird es dann beim Andi auf dem Kanal geben. Dementsprechend für die zwei Leute, die den nicht kennen, und das sind meine Mom und die Mom von Carina, abonniert doch gerne mal Andreas Ab. Warum nennst du dich denn Andreas Ab, wenn du Andi dann eigentlich genannt werden willst? Boah, das ist eine gute Frage. Die würde deinen Vlog jetzt in die Länge ziehen, wenn ich die komplett beantworte. Ich fand, also Kurzfassung, ich fand Andi Ab klingt einfach blöd. Ich fand, das klingt einfach blöd. Okay. Naja, was ich auf jeden Fall nur sagen wollte, ist, wir haben echt keinen deepen Plan oder so, sondern wir spontanisieren uns. Das ist kein Deutsch. Wir gehen das jetzt spontan so ein bisschen durch und machen einfach was Schönes und hoffentlich Hilfreiches. Was ihr dann, wie gesagt, wann kann man damit rechnen bei dir? Auf dem Kanal ungefähr? Wann wollen wir es denn bringen? Wir müssen uns absprechen. Die Woche? Vielleicht Ende der Woche? Wollen wir Ende der Woche machen? Hey, lass mal die Zuschauer schreiben. Wann wollt ihr das Video sehen? Geiler Call to Action auf jeden Fall. Gefällt mir. Ich muss sagen, es ist gar nicht so leicht, wie ich dachte, hier so zwei Videos gleichzeitig zu produzieren. Also dieser Vlog ist wirklich gerade sehr vernachlässigt worden für die Videos, die wir hier aufnehmen. Und ich sage Videos, weil ein Video davon hier erscheinen wird und ein Video bei Andreas. Deswegen verzeiht mir, wenn dieser Vlog heute ein bisschen weniger gefüllt ist mit Inhalten. Wir haben hier aber noch die Jessie dazu bekommen, die darf jetzt auch noch was sagen. Jessie, hi, stell dich mal vor. Was soll ich denn sagen? Oh, jetzt ist das sehr spontan. Oh, ist das unerwartet. Also, ich mache die Videos auf dem Telltech-YouTube-Kanal. Und wenn ihr den noch nicht kennt, dann schaltet da auf jeden Fall rein. Da gibt es sehr, sehr schöne Produktvorstellungen von mir und von unserem Team. Nice. Guckst du auch auf den Adventures, ist die Frage? Ja, tatsächlich. Nice. Also, ich kannte dich schon. Cool. Das war alles, was mein Ego brauchte. Ich gehe jetzt, Leute. Also, dann zeige ich euch heute, wie man hier einfach...
Marius meinte ja, dass viel zu wenig Material für seinen heutigen Vlog entsteht. Deswegen habe ich jetzt einfach mal den Kanal hier übernommen. Das ist kein Scherz, also wirklich, ich übernehme jetzt hiermit den Kanal. Ab morgen dann alle Videos mit mir. Es wird jetzt viele tolle Lichtschulen geben und generell statt dem komischen Zeug aus dem Leben eines TV-Menschen, den komischen Kram aus dem Leben eines YouTube-Menschen. Freu dich drauf, es wird bestimmt super spannend. Jetzt muss ich mich hier mal verstecken, sonst finden die mich noch. Da ich jetzt hier den Kanal übernommen habe, ne, stelle ich euch auch vor, hiermit mein schönes Sachtler-Stativ. Mein Praktikant Ben, mein Angestellter Marius, meine Lampe. Wir bauen jetzt alles ab, also ich habe den Jungs gesagt im Prinzip. Ne? Meister, genau. Darf ich ihn abbauen? Aber gerne doch, gerne doch. Ja, das ist das neue Regiment, das jetzt herrscht. Stell dich drauf ein, so läuft es hier. Danke. Gerne. Dann, welchen Kanal muss man für dich abonnieren? Teltec, Moving Picture Experts. Und du warst Camera Cave, ja? Nee, ich bin hier Sound, Akustik, Hall, Echo, Kanal. Deswegen kurze Kostprobe meiner Tätigkeit hier halt. Wir räumen jetzt noch kurz weg, wir müssen hier einladen. Und ihr habt ja in der Zeit, um den Kanal zu abonnieren, weil wenn ihr das nicht tut, dann suche ich ab sofort jedes einzelne Video heim. Und zwar so lange, bis ihr es macht. Meine ich ernst, kein Scheiß. Ich hatte, wie so oft auf Instagram, irgendwie gesagt, von wegen, wer Fragen an den Andreas ab hat, soll die hier stellen. Eine Frage, die ich du... Ich so unfassbar klein. Kann ich nach vorne gehen und du gehst nach hinten? Können wir das so machen? Also so. Ein bisschen so Forced Perspective-mäßig. Ja, so. Okay. Ist das nicht dieser Typ aus dem Internet? Ja. Ja. Das ist er. Ja. Kann man bei Andreas ein Praktikum machen? Nein. Wie oft kommt die Frage täglich? Nicht täglich, aber tatsächlich verdammt häufig. Und es wundert mich, weil ich meine, ihr seht doch, wie es bei mir aussieht. Ich habe nicht mal einen zweiten Schreibtisch oder sowas. Wer will denn bei mir Praktikum machen? Also nein, vielleicht irgendwann. Ich fände es wirklich auch reizvoll. Aber sorry, ich bin gerade selbst in der Gründungsphase. Aber ihr könnt hier Praktikum machen. Aber nicht im Moment. wir sind Andreas' größte Fans. Freshman Films. Cool, ich bin auch euer Fan. Wer war das? Freshman Films. Cool, ihr seid fresh. Wie läuft's mit der Selbstständigkeit? Gut. Also ich meine, was sind das für Fragen? Guckt mein vorletztes Video, da habe ich was dazu gesagt. Nee, läuft gut. Ich glaube, kurz zusammengefasst, wenn man bedenkt, dass wir gerade mitten in einer Pandemie sind, habe ich Glück, dass ich durch den Kanal eine gewisse Reichweite habe. Das macht es mir, glaube ich, leichter, als wenn ich den nicht hätte, muss man einfach sagen. Also von daher, läuft gut. Okay, die Frage ist irgendwie abgehackt durch die Instagram-Fragen. Würdest du jemanden ohne Ausbildung den Arbeit als Kameramann und Cutter in Vollzeit? Also ich lege sehr viel Wert auf korrekte Grammatik, bin da echter Nazi. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich habe mehrmals in den letzten 5 Jahren Leute eingestellt. Ich kann euch auch das sagen, was die meisten Personaler machen. Das Anschreiben habe ich, wenn dann, zum Schluss gelesen. In der Regel kurz über den Lebenslauf drüber geflogen und danach die Arbeitsproben angeschaut. That's it. Und dann halt irgendwie gucken, dass man sich über Foto und sonst wie irgendwie ein Bild des Menschen macht, weil das ist alles, was zählt. Hey, Andreas macht das echt klasse. Danke. Marius auch. Sowohl dramaturgisch als auch inhaltlich. Welchen Stellenwert haben Drohnenshots in täglicher Arbeit? In meiner täglichen Arbeit oder in täglicher Arbeit? Hier steht in täglicher Arbeit. Also in meiner jetzt keinen so großen, aber in täglicher Arbeit. Weiß nicht, wenn ihr Drohnenshot-Producer seid, dann hat es, glaube ich, einen hohen Stellenwert. Welchen Stellenwert hat es in deiner täglichen Arbeit? Tatsächlich deutlich weniger, als man früher noch gedacht hat. Ja. Ich glaube, so diesen Hype, eine Drohne. Ja, ist bei mir aber ganz genauso. Und das hat 2 Gründe. Zum einen halt Corona. Wir sind generell, die Teams und die Projekte haben sich ein bisschen anders geartet. Und die Gesetze machen es halt mittlerweile sehr viel schwieriger. Also ich habe mehrfach Projekte gehabt, wo eigentlich zum Beispiel vom Kunden her eine Drohne angefragt war. Fällt mir ein Beispiel ein, Dreh in Berlin. Wir hatten irgendwie noch 1,5 Wochen oder sowas bis zum Drehbeginn ab der Anfrage. Und das reicht einfach nicht, um eine Genehmigung zu kriegen. Wenn du alle Prozesse durchlaufen willst, das reicht einfach nicht. Vor allem nicht, wenn du keine Ahnung hast. Und da komme ich ins Spiel, weil ich kenne inzwischen die ganzen aktuellen Regelungen gar nicht. Ich weiß nicht, was man wo braucht. Und deswegen denke ich mir auch, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben. Und wir hatten auch für Valkyren einen Drohnenpiloten reingeholt, wo wir gesagt haben, ey, wir brauchen 2 Shots. Kannst du das regeln? Und er konnte es regeln, wurde sehr geil. Deswegen, ich fliege inzwischen wirlich nur noch Drohne, wenn ich absolut weiß, dass es ich geht. Auch. Tatsächlich, ich glaube eigentlich, die Welt für professionelle Drohnenpiloten wird dadurch ein bisschen leichter. Ja. Weil wenn ihr halt die ganzen Genehmigungen habt, das ändert sich ja erst wieder. Also ich habe es mir auch durchgelesen, aber tatsächlich bin ich auf dem aktuellen Stand auch nicht. Ich bin auch ein halbes Jahr schon nicht mehr geflogen. Weil wo? Hier in Rhein-Main sind überall Flughäfen. Hier, wo wir sind, dürfen wir auch nicht fliegen. Es ist ein Militärflughafen in der Nähe. Also du darfst ja nur wo fliegen.
Wie läuft's mit dem Fernseher? Gut, cooles Teil. Gibt bald ein Video zu. Okay, das heißt, cool. Ich kann noch nirgends drauf verlinken, aber hier nochmal Andis Kanal. Genau. Das war's auch schon. Okay. Es sind enttäuschend wenige Fragen. Nicht schlimm. Doch. Ich find's scheiße. Alles klar, okay, also es ist richtig scheiße. Ich find's auch nicht gut. Bitte im Nachgang mehr Fragen, die werden wir dann irgendwie auf geeigneter Weise beantworten. Wenn nicht, ihr wisst ja, ich suche den Kanal heim. Alles klar, dann sag ich an dieser Stelle vielen Dank. Ben und ich fahren jetzt noch 2 Stunden nach Hause und dann abonnieren, liken, pipapo, blabla. Beim Ben hätte ich jetzt fast gesagt, beim Andi disliken und dann sehen wir uns morgen. Vielen lieben Dank nochmal auch an die noch viel kleinere Jessie. Oh, wir können jetzt einen auf Daltons machen. Alles klar, und dann sehen wir uns morgen. Vielen lieben Dank und bis dahin. Alles klar. Tschö. Wenn ihr auch wollt, dass Andreas ab nach Köln zieht, damit diese Scheiße mit dem Hin- und Herfahren nicht mehr notwendig ist, dann geht und disliked seinen Kanal. Ich kann es nicht oft genug sagen. Der Typ geht mir auf den Sack.